Hallo ihr Lieben, ihr seht es wahrscheinlich schon im Hintergrund, ich bin im Social Club Parkstad, das ist in den Niederlanden und ich bin hier eingeladen, woran wir die Jungs ein tolles Projekt vorhaben und das werde ich euch jetzt mal vorstellen, kommt mal mit rein. Hallo lieber John. Ja, guten Mittag. Schön, dass du dich mit mir an einen Tisch setzt. John, du bist hier der Geschäftsführer, der Leiter hier dieses Social Clubs. Und unsere Zuschauer würden erstmal ein paar allgemeine Fragen interessieren. Das heißt, wie ist eigentlich jetzt, jeder glaubt so in Holland, darf man kiffen, da darf man Öle haben, da darf man in Social Clubs. Wie sieht das gesetzlich aus? Was ist jetzt hier eigentlich erlaubt? Ja, natürlich. Cannabis ist auf die Liste 2. Das ist eigentlich die Liste des Softdrogen. Da steht die Cannabis drauf und Haschis. Aber die Holländer haben irgendwo in die, zurück, eine Zeit zurück, ein Gesetz gemacht, dass ein Konzentrat von Cannabis eigentlich unter die Liste 1 kommt. Also schwere Drogen, gleich wie Heroin und Kokain. Okay. Also das heißt, Cannabisöl, ob das jetzt ein 2%iges Konzentrat ist oder ein 20 oder 30 oder höheres Konzentrat ist, das ist beide Liste 1, also Harddrogen. Also eigentlich, Cannabis ist legal, man kann es kaufen im Coffeeshop, man darf es konsumieren, man darf 5 Gramm im Sack haben. Nur den Anbau ist verboten. Coffeeshops bekommen das von einem Engel jeden Morgen vor die Tür. Gibt es da nicht jetzt eine neue gesetzliche Regelung, dass da jetzt mit den Coffeeshops irgendwas gesetzlicher werden soll? Ja, Ende letztes Jahr, 2016, hat D66, der hat dann einen Gesetzvorstell gemacht, ist auch gut gekommen in den zweiten Zimmer. Muss dann erst noch in den ersten Zimmer kommen. Wir haben dann neue Wahlen gehabt und die sind jetzt schon fast 4 Monate in Unterhandlung für eine neue Regierung zu bilden. Also das neue Gesetz sehe ich nicht so 1, 2, 3 kommen. Okay. Also das heißt, das was wir jetzt machen, ist total illegal. Ja. Also das ist wie praktisch in der Politik auch in Deutschland und anderswo, sie dauert und debattieren und kommen eigentlich nicht wirklich weiter, oder? Ja, sicher. Mit den Cannabis, die Hintertürpolitik, wie man sie nennt hier in Holland, das geht eigentlich schon 15, 20 Jahre, vielleicht noch schon länger, sind sie damit beschäftigt und ist eigentlich bis jetzt noch keine gute Lösung zu kommen. Man fängt natürlich daran zu denken, um was so ein neue Konzept zu finden. Wir sehen, dass die Leute Bedürfnis haben an andere Mittel, als durch die Apotheken vorgeschrieben werden. Ja, und für uns ist es wichtig, dass diese Leute geholfen werden. Jede Rasse, jedes Alter und auch ob die finanzielle Mittel dafür haben oder nicht. Ja. Jetzt habt ihr ein Social Club Parkstad. Jetzt stellt man sich das natürlich anders vor. Was macht ihr hier genau oder was soll gemacht werden? Wenn wir sagen Social Club, dann denken die Leute gerade, das ist wie Spanien, dann wird ein Mitglied, dann wird eine Pflanze für mich angebaut und dann kann ich da ein bestimmtes Produkt nach einer bestimmten Zeit abholen. Nein, das ist hier gar nicht so. Wir sind wirklich nur da für medizinelle Zwecke. Hier ist noch keiner gewesen, der sich was kaufen will, für einen Joint zu drehen. Nein. Mittleres Alter des Publikums hier, das ist über 55, 60 Jahre alt. Fast niemals mit Drogen in Kontakt gekommen.
öfters in früher gesagt zu ihrem Sohn, rauche kein Joint, aber die sind jetzt hier. Also das ist eigentlich so ein bisschen, was die Situation ist. Also ihr macht hier auf jeden Fall hauptsächlich Beratung, Aufklärung, Information. Ja. Wir machen nicht so wie in Spanien dann, nein, nur für die medizinellen Zwecke. Leute kommen hier, Beratung, wir informieren sie. Sie haben natürlich eine große Stufe gemacht, um hier reinzukommen, ja. Weil natürlich Cannabis bestimmt kriminalisiert wird in die meisten Länder und dann auch als eine Droge bezeichnet wird. Also die Leute, die haben... Hier ist die Schwelle geringer, oder? Hier ist die Schwelle geringer. Wir versuchen eine angenehme Atmosphäre zu kreieren, sodass die Leute sich wohlfühlen, auf den Geschmack. Wir haben auch keine bestimmte Zeit. Sind Leute, die sind in 10 Minuten informiert. Da sind auch Leute, die brauchen länger. Ob das 2 oder 3 Stunden ist pro Person, das macht uns ganz nicht aus. Und ob die jetzt 2 oder 3 oder 10 Mal kommen, mit Freude. Nehmen dann auch öfters die Nachbarin oder die eine Familie, Mitglied mit. Also kommen niemals das zweite Mal alleine. Ja. Was glaubst du, wie schnell sich in Holland so ein Social Cannabis Projekt umsetzen lässt? Vielleicht schneller als in anderen Ländern, weil es ja auch schon Coffeeshops gibt? Oder hältst du das genauso schwer wie in anderen Ländern? Ja, ich denke, dass es so genauso schwer ist in anderen Ländern. Ja, ist eigentlich die Zeit, wie lange es dauert, ist eigentlich viel und viel zu lang. Sicherlich für einen Patienten ist jeden Tag ein Tag zu lang. Und man muss eigentlich nicht gucken, was sind die Situationen hier im Land. Nein, man muss gucken nach die anderen Länder, so wie Israel, nach die Vereinigten Staaten, werden sehr gute Resultate gebucht. Wir mit unserem Club 6.500 bis 7.000 Patienten, ja, ich weiß nicht die genaue Anzahl, aber wir sehen sehr viele positive Effekte. Und ich weiß, das kann man nicht unter den Tisch schieben. Danke erstmal. Ihr wisst, die Welt ist klein. Und wir sind zwar hier in Holland, ich habe den Lobo übrigens auch dabei, dem Oliver Lange, wenn ihr Social Media wollt, wendet euch an ihn. Und neben mir ist der Nico. Hi. Hallo Nico. Du bist vom? Ich bin vom SCM, vom Selbsthilfenetzwerk Cannabis Medizin und bin selber Patient aus Deutschland und ja. Was treibt dich jetzt hierher? Ja, also ich bin hier, habe gehört, dass es hier einen Social Club gibt und ich wollte mir das Modell mal anschauen, genauso wie ich das gehört habe, dass in Spanien dass dieses Modell auch existent ist. Und ja, ich finde es einfach interessant, mal zu sehen, wie das im Vergleich zu den Coffeeshops zum Beispiel hier abläuft. Was hältst du davon? Bislang fand ich jetzt, sind es total innovative Köpfe hier auch, die hier sich zusammentreffen. Und es ist ja das Soziale, dieser soziale Aspekt, der eigentlich bei den Shops an sich, sage ich mal, auch fehlt, den man so jetzt nicht hat, außer dass man sich jetzt da trifft und zusammenkommt für eine kurze Zeit, aber diesen Austausch auf dauernder Zeit, der ist ja nicht gegeben, der ist bei den Social Clubs auf jeden Fall intensiver als jetzt bei den Shops, die man so in Amsterdam zum Beispiel jetzt kennt. Du bist selber Patient? Ja, selber. Ich habe gesehen, du hast Bedrocan, ich habe da auch mal dran gerochen. Das ist ja furchtbar. Was passiert da? Ja, also es wird ja, man weiß, dass es bestrahlt wird, dass es halt eine nötige Prozedere ist, dass man Mikroorganismen oder auch Schimmelpilze oder andere Verunreinigungen quasi dann auch eliminiert, weil es gibt ja auch Patienten, die haben ein schwaches Immunsystem und dafür ist es wichtig, aber es gehen sagen leider sie. Bei vielen, ja, ist, genau, aber es ist, das Problem ist, man weiß ja nicht genau, was macht es dann mit der Pflanze, dieser Bestrahlungsvorgang, was geht da vor und gehen da Stoffe kaputt, jetzt zum Beispiel die Terpene, die Aromastoffe, die auch sehr wichtig sind, zum Beispiel jetzt Stichpunkt Aromatherapie, dass das nicht außer Acht lassen werden darf. Das ist wichtig, dass man sowas auch darauf den Augenmerk hat und auch da versucht, diese Sachen zu beachten und auch für die Patienten gerecht zu managen, dass die Patienten auch wirklich die Möglichkeit haben, eine Auswahl zu haben und nicht jetzt zu sagen, okay, es gibt nur diese Sorte, greifen Sie bitte nur aufs Bedrocan jetzt zurück. Das heißt, auch dir als Patient wäre es doch eigentlich lieber, wenn man dir sagen könnte, du kannst jetzt in einen Social Club und da zusammen mit Gleichgesinnten deine Medikamente anbauen. Oder was wäre für dich die optimale Lösung?
Ja, das ist sehr schwer zu sagen, weil ich meine jetzt ein Social Club, klar, aber ist es wegen der rechtlichen Situation ist es auch sehr schwierig. Wir als Patienten dürfen ja eigentlich nur die Medikation bekommen, die wir vom Arzt auch verschrieben bekommen. Und ja, wie die Situation halt Sag im mir mal Ausland deine ist. Meinung. Ja, also meine Meinung ist jetzt, ich fände es schon besser. Also ich fände es wesentlich besser, wenn man halt noch diese informativen Austausch noch zusätzlich hat. Vor allem jetzt auch was mit Beratung und ja, die meisten Ärzte kennen sich auch gar nicht aus. Wir haben ja das Problem, zum Beispiel, die meisten Ärzte sind nicht bereit, es zu verschreiben. Zum anderen haben wir das Problem mit dem Budget, dass die Krankenkassen auch Druck machen, dass die Ärzte das dann ja in Budget halt reingeht und sonst müssen sie das aus ihrer eigenen Tasche zahlen. Deswegen sind die auch schon nicht bereit, das zu verschreiben. Es sind halt mehrere Probleme, die da jetzt alle zusammenkommen und wir als Patienten sind die Leidtragenden eigentlich. Man muss jetzt halt auch gucken, dass wir auch am Leben wieder teilnehmen können und dass wir halt auch unsere tagtäglichen Sachen nachgehen können und nicht dadurch behindert werden, dass wir unser Medikament da nicht vorhanden haben oder dass es nicht gegeben ist, dass wir auch dann zur Apotheke gehen und die sagen, ja, okay, wir haben jetzt Lieferausfälle und sie müssen jetzt 2 bis 3 Monate auf ihr Medikament warten. Das geht nicht. Das sind Sachen, die müssen eigentlich behoben werden. Also nicht nur Absolut. eigentlich, die müssen jetzt behoben werden. Also da ist mal Not am Mann. Du bist aktiv dabei. Ja, definitiv, weil ich brauche meine Medizin und ich finde auch viele anderen, die jetzt zum Beispiel nicht in der Lage sind, sei es durch Rollstuhl oder andere Behinderungen, die sie haben, dass sie nicht mehr an diesem Aktivismus so teilnehmen können. Das ist für die schon sehr schwer mit ihren körperlichen Einbußen, dass sie dann da bei der Legalisierung oder bei medizinischen Freiheit. dass sie da Probleme haben, dafür sich einzusetzen, weil sie halt Die Kräfte fehlen die einfach. Kräfte fehlen, auch einfach insgesamt auch die Motivation ist einfach dann nicht mehr gegeben. Vor allem, wenn man immer diese Niederschläge dann auch hat und dann auch diese Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Lieferschwierigkeiten, andere Sachen hat, da hat man wirklich andere Probleme, als dann auf die Straße zu gehen und dann mit seinen Gebrechen dann auch noch, wo man noch nicht mal mediziniert ist, oder eingestellt ist auf ein Medikament, dann noch dafür zu kämpfen. Das ist eigentlich eine Sache, die kann man auch vom gesunden Menschen nicht erwarten. Ich sitze immer noch im Social Club Parkstadt und neben mir ist der Rinus. Und der Rinus ist, ja, ich möchte ihn mal bezeichnen als älteren Kämpfer, der das schon über 30 Jahre macht und mit Herzblut, so wie ich dahinter stehe und sein Ding hier in Holland macht. Rinus, erstmal hallo, schön, dass du Hallo. vor die Kamera kommst. Danke, ja, kein Problem. Erzähl mal ein bisschen. Du hast erstmal gegründet eine Stiftung, ne? Ja. Ich habe eine Stiftung angefangen mit einer Stiftung für ein Legalisierungsprojekt in Holland für Legalisierung von medizinaler Marihuana. Und mit dieser Stiftung hast du dann praktisch wolltest du Social Clubs gründen oder hast Social Clubs gegründet? Ich glaube mittlerweile 6. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt 6 verschiedene Locations in 6 Städten. Staaten, in 6 Staaten von Holland. Und was wir geben, Informationen und auch Produkt, aber nicht von die Platz selber, aber das schicken wir von einer externen Location. Das heißt, du bist auch schon in Holland sehr bekannt, auch bei Polizei und Behörden und du tust aber dein Ding und die lassen dich irgendwie auch, oder? Ja, bis now, ich habe keine Polizist, Beamte mit Koffer erfangen mochten, aber ja, 22 Monaten jetzt bin ich das am machen und wir helfen vielleicht mehr als 7000 verschiedene Patienten. Das ist eine Menge, ne? Das ist eine große Menge, aber ich denke, viel mehr Leute können. Gibt's noch? Ja, viele, viele. So, ja, ich denke, das ist eine fremde Situation, dass Polizei oder Gesetz oder jemand will Hast du reden keine mit mir. Angst? Nein, nicht richtig. Ich habe viele Probleme mitgemacht in meinem Leben mit Polizei. So, ich denke nicht, dass ich Angst habe für diese Leute jetzt. Schön, dass es so Leute gibt wie dich. Ja, das muss auch sein. Ne? Was ist dein Plan? Wie soll es weitergehen? Aber ich hoffe, dass die Pflanze frei wird für alle im ganzen Welt. Und ich bin mal ein Mann alleine, so ich versuche so viel möglich wie möglich Cannabis-Aktivismus zum supporten,
Und jetzt fangen wir an mit einer europäischen Kampagne. Und wir versuchen, alle Informationen, was wir in Holland gemacht haben, zu teilen mit Ländern wie Deutschland oder Österreich oder Spanien oder wo ich denke, dass wir reden können. Das gleiche Konzept vielleicht machen können und vor allen Dingen vernetzen können. Ja, es ist nur Leute, es ist wichtig, dass Leute sehen, dass Cannabis ist nicht nur kriminell oder stoned. Wir reden über medizinale Cannabis-Extrakten. Ja. Das geht nicht über rekreativ Gebrauch von diesem Produkt. Und sehr viele Leute haben sehr gute Erfolge mit dieser Pflanze. So, ich finde es sehr wichtig, dass diese Information kommt bei allen Ländern. Genau, in die Bevölkerung. Ja, in die Bevölkerung. Ja. Hey, super. Lass uns jetzt noch mal kurz zusammensetzen mit dem John, weil ihr habt da ja noch so ein Projekt vor mit Medical Campus, dass wir das noch mal kurz besprechen. Ja, gut. Kaffee trinken. Ja, gut. Wie der Nico schon sagt, wir können uns das alles nicht gefallen lassen. Und ihr klugen Köpfe habt euch jetzt auch was einfallen lassen. Und zwar soll es ein Medical Campus geben. Und vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären. Ja, du hast das vielleicht heute ein bisschen gesehen. Wir sind hier im Grenzgebiet von Holland. Das heißt, dass da viele Leute kommen, wollen sich informieren aus Belgien, aus Deutschland. Weil wir natürlich gute Eigenschaften haben als Hollandseine mit dem Cannabis und so weiter. Das sieht die Leute auch an, die haben das mehr Vertrauen drin als lokale Projekte in Deutschland. Aber wir haben dann auch gesehen, da ist Bedürfnis. Natürlich, jedes Land hat seine Gesetze. Und wir wollen auch in jedes Land wir uns an die Gesetze halten und keine Gesetze übertreten. Das heißt, dass Deutschland natürlich eine andere Sache ist wie die Niederlande. An der anderen Seite ist es doch so, dass wir die Leute schon mal informieren können. Was macht Cannabis? Es ist keine Droge, es ist ein Hilfsmittel für viele Zwecke. Informieren, dekriminalisieren, die Fähigkeiten des Medizin, die Breite des Medizin erklären. Und natürlich, wenn die Leute dann fragen nach der Medizin, haben wir ein Problem. Und das geht nicht. Das ist auch illegal in Deutschland. Okay. Die letzten 3 Wochen habe ich mich ein bisschen orientiert auf den deutschen Markt. Wir waren auch letzte Woche auf der Hanfparade in Berlin, haben uns da auch getroffen, schon mal unterhalten mit Leuten, was auch sehr gute Initiativen machen in Deutschland. Ich habe tatsächlich dieselbe Problematik gesehen. Erstens finde erstmal ein Arzt in Deutschland, wer dir das Cannabis vorschreiben will. Zweitens, ich habe gehört, da kommt sehr viel Papierarbeit da in vorn. Drittens, die Apotheke ist teuer. Ich glaube, man fragt sich 24 Euro pro Gramm. Ja, also das ist eigentlich ein sehr hoher Betrag. Das heißt, dass nicht jeder Mann in Deutschland oder Holland oder irgendwo Land das zahlen kann. Also ist ein Diskriminierung. Ja, schon eigentlich, denke ich, die Leute, was Geld haben können, was mehr als die Leute ohne Geld. Das sehe ich auch gegen mit unserer Stiftung, unserem Social Club. Die Leute, was kein Geld haben, ja, die dürfen doch das Öl bekommen. Ja. Weil da sind Leute, die haben mehr Geld. Und dann, ja, dann bekommen sie die Cannabis nach einer bestimmten Zeit, viel zu lange Wartezeit, ist da nicht viel Varietät drin. Man kann dann Blumen kaufen und da hat man die Eigenschaften mit Bestrahlung oder nicht an die Wünsche des Patienten. Denn nicht jeder will rauchen. Ja, und wenn man einen Tee setzen muss von den Tee, von den Blumen, ja, das ist eine teure Sache, sicher mit 24 Euro das Gramm. Absolut. Also wir haben gedacht, es ist sehr wichtig, um auf europäischem Niveau zu arbeiten. Von London aus ist dann ein Campus aufgerichtet mit dem Namen medicancampus.com. Von da aus ist die erste Tritt gesetzt, aber wir wollen dann eigentlich den Hauptquartier dann in Holland halten, okay. Aber dann mit Unterstützungspunkten innerhalb von Belgien in Zukunft, aber erstens Deutschland und Spanien. Also London ist schon eigentlich angefangen. Österreich darfst du nicht vergessen. Österreich darf ich sehr sicher nicht vergessen. Wir haben sehr gute
Programm gemacht. Ja. Also wir müssen einander unterstützen. Das ist auch eigentlich ein Ding, was ich deutlich gesehen habe in Deutschland, dass sehr viel Aktivität ist, eigentlich viel mehr als wir in Holland und viel mehr Protest dagegen. Nur die Leute, was das alles machen, arbeiten nicht richtig zusammen. Ich denke, wenn die Leute sich etwas mehr zusammenfassen, ist da was mehr Kapital, ist da was stärker, kann man mit den Anwälten, mit den Ärzten, mit Universitäten mehr besser zusammenarbeiten. Rinus, was ist deine Vision von Medical Campus? Meine Vision ist, dass die Pflanze freigegeben wird für alle Gebrauch, rekreativ oder medizinale Gebrauch. Das ist mein Wunsch für die Zukunft. Ich will alles machen, wie möglich ist, um das zu erreichen. Und ich denke, dass Medical Campus eine gute Idee oder Konzept ist, um was eine gute Wirkung geben kann zwischen Deutschland, England, Niederlande und Belgien. So, ja, ich denke, das ist eine gute Position für uns alle. Was glaubt ihr, was ist jetzt der nächste Schritt? Sollen sich die Leute jetzt an euch wenden? Was würdet ihr euch jetzt wünschen? Wie soll das am besten vorangehen? Ja, natürlich, die erste Stufe ist, dass wir sind hier im Grenzbereich. Warum machen wir das jetzt von Parkstadt aus? Erstens, natürlich geografisch gesehen, wir sind hier 10 Minuten von der Grenze. Zweitens, wir sprechen die Sprache. Und drittens, wenn dann eine Filiale, wir haben dann gedacht, in Aachen, ist das für uns am einfachsten. Wir müssen dann ein gutes Lokal finden. Du hast ungefähr gesehen, was wir uns wünschen. Vielleicht etwas größer, auch für das Geben zu Workshops. Mhm. In Friesland zum Beispiel sind da Musiker, was auftreten, oder andere Künstler, was den Raum dann innerhalb die Informationstagen benutzen können. Mhm. Ja, es ist sehr wichtig. Ich denke, dass was für mich wichtig ist, dass wir brauchen richtige Cannabis-Aktivismus-Leute. Wir wollen nicht sagen, wie das muss in Deutschland oder in Österreich. Wir wollen zusammenarbeiten. Das ist mein Wunsch. Ich denke, dass als wir zusammenarbeiten mit diesen Leuten in allen Ländern, dann wir haben eine gute Chance, dass vielleicht einmal diese Pflanze Hetze vorbei ist, hoffe. Ja. Und es gibt vielleicht auch zu viele Leute, die noch zu viel Kapitalismus stecken vielleicht. Ja, sicher. Deswegen halte ich euer Konzept auch für gut. Aber das hat man, in Amerika war man dann auch sehr angstig. Natürlich die kleinen Anbauer, die biologischen Anbauer, eigentlich die Bauer, die was dafür gesorgt haben, dass die Legalisierung dazu gekommen ist. Die sehen natürlich auch, Big Companies kommen jetzt in die amerikanische Milliarden-Dollar-Industrie, haben auch Angst gehabt, wir werden vertreten durch die großen Jungs. Aber wenn du Spezialismen, bestimmte Leute von einem Produkt geben kannst, anbieten kannst, hast du immer einen Marktanteil. Ich will lieber von Bauer Mario kaufen, als von der Bayer oder Unilever oder Nestle. Verstehst du? Ja. Auch Short Circuit, also kurz von zu Hause, aus der Nachbarschaft, am liebsten, so wie Rinne sagt, aus dem Eigengarten. Mhm. Wenn man es kann. Dann sind auch Leute, die können nicht anbauen. Mit 5 Pflanzen haben die vielleicht 25 Gramm. Also das lohnt sich nicht. Dann können wir es besser machen. Ich finde es eine tolle Sache, was ihr da macht. Wir werden sowieso die Seite von euch und den Club hier einblenden, damit sich die Leute an euch wenden können. Und an euch, wie ihr schon den Rinus gehört habt, wir brauchen Aktivisten, die wirklich Köpfchen haben und die wirklich auch was weiterbringen und nicht nur auf der Couch sitzen und sich rauchen. Hey, bedanke euch. Hey Mario, es war sehr schön, dich hier zu sehen. Danke. Euch zusammen, der Kameramann auch dabei. Danke, mein Freund. Bis dann. Ciao. Ciao.